Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ich habe ja ein bisschen lange versprochen, was ist das für ein Typ hier? Das werden wir jetzt erfahren. Hey du, du interessierst dich bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Du willst auch bestimmt, dass ich das ganze Detail darüber erfahren. Hm? Ja? Na klar. Hey, na gut, wenn du drauf bist. Oh, Moment. Entschuldigung, das habe ich gerade vergessen, mein Megafon unterzudrehen. Darf ich vorstellen? Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Ja, eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So sieht's aus. Es gibt da aber ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuspionieren. Aber du erkennst sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmeltritt beizubringen. Genau, das ist der Ersatz für die VM Fliegen. Oh wow, immer langsam mit dem jungen Ponita. Es scheint, als wäre sein klitzekleiner Freund selbst ganz reich, darauf zu lernen, wie man mit meiner Erfindung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los! Du musst erst hier, oder ich bin da. Du musst hier drüben, genau die Steuerung. Mit dem Ballon geht's aufwärts. Du musst hier und dann da. Hui, verstehst du? Schön, hat die geheime Technik Himmeltritt erlernen. Sehr schön, wir haben die dritte geheime Technik. Mit der geheimen Technik Himmeltritt kannst du dich an Orte tragen lassen, die du im Verlauf des Abenteuers schon mal besucht hast. Öffne dazu das Spiel und wähle mit Joel spielen, um dort die entsprechende geheime Technik einzusetzen. Hier schenke ich euch meine Erfindung. Tritt damit einen ordentlichen paar und hier Runden durch die Luft für mich, ja? Genau so ist es. So. So, dann gehen wir mal. Machen wir Himmeltritt und reisen rüber nach Lavandia. Weil da geht es nämlich dann im nächsten Part weiter. Nein, nicht im nächsten Part, sondern natürlich in diesem Part schon weiter. Ich habe ja gerade angefangen. So, jetzt können wir nämlich endlich den Turm erkunden. So, muss man mein Team ein bisschen umbauen. Bewegen. Dann tue ich dich jetzt mal wieder nach vorne. So, und dann geht's jetzt weiter. Ja. Dann wurde Dragos' Mutter also... Ach, genau. Team Rocket schnappt sich einen Knogger nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, toll verkaufen zu können. Dragos sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe vorhin selbst gedacht, wie Dragos in diesen Turm verschwunden ist. Ich hätte am besten auch nach dem Ausschau, wenn ich schon nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Danke, pass auf dich auf. Ja, machen wir doch. So. Gut, dann machen wir uns jetzt auf in den Turm. Ah, genau. Du kommst genau richtig. Unser Gespräch eben hast du gehört, oder? Du willst jetzt völlig mitkommen? Klar. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste alleine gehen. Gut, dann gehen wir jetzt in den Turm. Dieser Turm wird jetzt Ehren verstorbener Pokémon errichtet. Hier kann man, also quasi Gedenkstätte. Okay, dann geht's jetzt weiter. Beziehungsweise los mit der Erkundung des Turms. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben sie auch ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm angeteilt, wo sie doch genau wissen, wer ich bin? Oh, du willst kämpfen? Ich bin aber ziemlich stark. Ja klar, will ich kämpfen. Und los geht's. Ein weiterer, ich weiß gar nicht, Trainercoach, genau so waren sie, hießen sie. Und dann kommt das mit einem Kleinstein nur noch. Na gut, ich habe nur Arcani, ne? Aber ich müsste dann wahrscheinlich mit, mal gucken, Schaufler. Ah, wir gehen um die TM Steinhagel, oder was? So, kann einmal drauf. Oh, mit ein bisschen Glück können wir es gerade so noch überleben und dann im nächsten Zug down kriegen. Aber es...
trifft, so dass wir dann quasi Akaben und Kleinschein besiegt. Okay, ich sag nie wieder, ich sag nichts mehr gegen Kleinschein. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er das so macht, aber doch, er wollte es. Gut, dann einmal noch. Ja, es war viel zu klar. So. Unser Kampf hat mich ein bisschen abgelenkt. Dafür schenke ich dir ein paar Items, die ich heute noch nicht gewonnen habe. Pikachu-Bonbons? Okay. Gut, er hat jetzt Pikachu-Bonbons geschenkt. Also gibt es wirklich Gespenster? Was hast du denn da? Das ist gerade die wahre Geschichte, Gespenster erhüllt. Nebulak und Alpollo heißen die beiden. Die Gespenster sind wirklich nur Pokémon? Hm. Genau so ist es. So, dann geht's los jetzt. Ach, ich wollte eigentlich Akani wieder heilen. So, diesen Part werden wir auf jeden Fall erstmal diesen Pokémon-Turm erkunden. Oh, ein Irrlicht. Vielleicht mache ich auch mal ein paar Kämpfe im Let's Play selber. Mal gucken. So, dann ist es schon mal down. So, ich muss mein Team wieder heilen. Komme ich nicht weit. Ich hoffe, dass wir hier natürlich noch einen Mondschein finden. Ich will auch dann die Items erstmal mit annehmen. Da! Eine weitere Exorzistin, weiteren Nebulak. Also die, wir werden hier nur ziemlich häufig Nebulak und Alpollo sehen. Sehen wir gar nicht. So, super Trank. Und du, Nebula, bleibst mal bitte gerade kurz hier, weil ich brauche dich. Nice. Na, so viel zum Thema dazu. So, wieder eins, na, ein Ball drauf. Sack, weißt du? Wie, dann haben wir es noch ein dritter Ball. Jetzt gehst du mal bitte rein gerade. Ja, Mann. Nebulak ist gefangen. Und Level 29 für Lurino. Und ein Eintrag für Nebulak. Gut. Dann haben wir das schon mal gefangen. Fluchtzahl, okay.
Beschwörung das Item noch haben. Kannst du kann dir irgendwas anderes ansetzen als Nebulak? Down, gegen den Flammenwurf kann es nicht wirklich viel machen. Und Level 36, Pikachu. Und wieder down. TM, nämlich die TM04 Teleport. Ich weiß die unten auch noch. Ich will alle Items halt, wie gesagt, gerne mitnehmen. Ich brauche immer noch dieses scheiß letzte Mondschein. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal einkriege. Jetzt kommt sie mit einem neuen Pokémon, das wir noch nicht. Den Eintrag haben wir noch nicht für Alpollo! Da es keine Fähigkeiten gibt, ist das jetzt nicht egal. Ja, und tschüss, Apollo. Gegen den Volltreffer natürlich konntest du auch nicht viel machen. Gut, dann haben wir auch die Etage weggearbeitet. Also sollten wir keinen Mondschein finden, muss ich mir tatsächlich was überlegen. Dann muss ich mir tatsächlich noch was überlegen. Da muss ich das Team nicht umbauen. Ob ich da noch weiß, wie. So. Gut, die Sau besiegt die Alte. Die Exorzistin. Die sich immer schrecken. So, dann haben wir das auch. Und dann geht es jetzt eine Etage höher. Und hier oben weiter. Ist weiblich, ist das ist egal. Beim ersten Ball. Ja gut, das war nicht der erste, war der erste, der getroffen hat. Und Level 30. Dann fehlt es nur noch ein Pokémon, ne? Das ist einzig Nidorino. Das einzige Pokémon, was noch nicht auf Level 30 ist. Kommen wir mal klar. Da oben ist noch ein Item. Sehr schön. Und noch einmal den Flammenwurf, Alpollo down, sehr schön.
Gut. So. Da unten ist ein weiteres Item und weitere Trainer. Ich werde es gleich nochmal heilen, wenn ich dann quasi durch bin mit dieser Etage hier. Ja, also 9 KP abziehen. So. Goldbart erreicht wieder 32. So, Nebula sollte kein Problem sein. War es auch nicht wirklich. Einen weiteren Eisstein kann man uns Vulpix und Sandan weiterentwickeln. So. Nummer 1 ist down. Weiteres Nivolak. By the way, kann ich übrigens keine von den 3 oder 4 Pokémon, die sich durch Tauschen wickeln, fangen, weil ich hier nicht dafür gezahlt habe, dass ich mit einem Freund tauschen kann. Ich glaube, das ist mit dem Kämpfen auch gar nichts. So, ist halt ein weiteres Nebulak. Setz nochmal Tiefschlag ein. Nerv mit deiner Attacke nicht die ganze Zeit. So, und die hat 4 Nebulaks. Ich hasse das, wenn die wirklich 4-mal dasselbe Pokémon haben. Ich glaube, es gibt noch einen Trainer hier irgendwo, der 6 Kapador besitzt. Guck mal, da oben ist noch ein Trainer. Da oben ist noch ein Trainer, liebe Leute. Tschüss, Apollo. Danach kommt noch eine Etage. Level 31. Für Gyarados. Ich tausche jetzt mal, wenn ich meinen Makani nicht immer nur die ganze Zeit die Flammenwurf AP wegziehe. So. Knirscher. Tschüss. Oh, ich habe jetzt hintereinander 7 Nebulaks gehabt. Das ist keine Erfahrung. Alles Level 25er Nebulaks.
So. Gut. Haben wir den auch besiegt oder die Etage auch freigemacht? Jetzt kommt bitte nicht wieder mit drei Nebulax, bitte. Die fängt zumindest mal mit Apollo an. Nicht wirklich, oder? Oh. Nervt doch nicht. Ciao. Gut, dann werde ich jetzt auf Golbat wechseln. Geht alle nur dasselbe. Ihr könnt alle nur dasselbe. So, sie kommt zumindest mit 3 Apollo wenigstens. Also mal wenigstens was anderes. Gut. Wir haben unser letztes Pokémon auch auf Level 30, nämlich unser gutes Sean, also Nidorino. So, und du hast jetzt wieder 10 Apollo, 10 Nebulak. Also, ja, Abwechslung ist hier gerade mau, deswegen ist es wahrscheinlich auch gerade mir ein bisschen langweilig, weil, wie gesagt, immer nur dasselbe kommt. Immer nur Nebulak, Apollo und nur Exorzisten die ganze Zeit, das nervt halt wirklich auf Dauer. Wenn du wirklich nur die ganze Zeit wirklich die gleichen Pokémon auf dieser Route besiegst, auf einer Route oder auf einem, in einem Gebäude, in diesem Falle, als Gegner hast. Ja, der scheiß Tiefschlag kannst du nicht weit. Hier, nimm das. Akani reicht noch nicht so ganz, Level 31. Und ich finde 3 Verbälle. Und einen Hypertrank. Verlass diesen Ort. Verlass diesen Ort. Das ist ja größer noch als das von vorhin. Mach noch was, was du vorhin gemacht hast.
Ein Knogger, beziehungsweise der Geist. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Tragosso. Ihre Seele hat endlich den Frieden gefunden. Sie ist jetzt jenseits entschwunden. Tragosso, du bist also hergekommen, weil du deine Mutter sehen wolltest. Ja. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gegruselt habe. Hör mal, ich will Tragosso nicht alleine lassen, deshalb werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mr. Fuji umsehen? Falls du ihn dort findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn auch nach Hause bringen leiten könntest. Ja klar, kommt wird erledigt. Nein, du kommst alleine zurecht. Na klar, komme ich allein zurecht. Außerdem ist der Tragosso bei mir. Aber danke, dass du dich um mich sorgst. Irgendwie wirkst du jetzt viel selbstbewusster. Kann es sein, dass ich was verpasst habe? Was sagst du da? Dass Tragosso ganz allein aus den Händen von Team Rocket befreit? Seit wann bist du so ein starker Trainer? Das hast du vorhin gespürt. Egal, dann kann ich diese Sache ja beruhigt dir überlassen. Komm, Tragosso, gehen wir. Oh, ein riesiges Nebenlack. Aber ich hab's doch erwischt. Jawohl, da haben wir es. Gefangen. Level 31 für Akani. Gut. Ah, da kommt das nächste. Okay, das ist kein Problem. Das kriegen wir auch noch hin. Und direkt beim ersten Wurf. Ein guter und ein erster Wurf mit einem Ball. Es gibt über ein paar mehr von uns. Ja, 211 nur. Gut, hier ist es kein Problem, weil hier eh nur die gleichen Pokémon sind. Habe ich keine. Weiteres. Oh, da unten ist noch ein Item, okay. Das ist ein weiteres Sonderbomben. Ah, hey. Ich brauche Heilig. Stehgeblieben! Team Rock hat immer Vorfahrt. Jetzt, weil das Gespenst verschwunden ist, haben wir eigentlich zur Spitze geschafft. Du bist die alte Fuji, oder? Ihr wisst, dass du die Pokémon-Forschung in den Nagel gegangen hast. Aber jetzt ist damit Schluss, du wirst wieder in der Bockkittel schimpfen müssen. Und zwar im Namen von dem Rocket. Du wagst es, uns zu ignorieren? Werde dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Halt's nur ab. So, das habe ich jetzt mal auch ein bisschen bereut. Bewegen. So. Hey, wer hat denn Alten gerade eine Standpocke? Wir werden in unserer Zwischenfunkplätze was erleben. Also treffen wir sie doch noch einmal mehr. Ich glaube, ja, zweimal. Ja, doch, wohl gerade sagen, zweimal habe ich gesagt. Einmal müssen wir sie danach noch erwischen. Wenn sie nicht noch einmal kommen danach. Ich weiß es nämlich nicht, aber ich glaube nicht. Wir haben jetzt, wir setzen wieder das Smogmog und Arbok ein. Das ist keine Überraschung. Und diesmal dürfen wir mit Pikachu und Akani kämpfen. Ich habe die dafür jetzt mal getauscht gerade. Wir sind zwei Level gestiegen. So. Ach, zeig mich doch. Ich muss das Arbok besiegen direkt. Das ist doch nicht wahr. Dann gehe ich den Donnerblitz diesmal drauf. Ja, aber es ist paralysiert. Ich glaube, das wird der Pikachu jetzt abkriegen.
Och, leck mich doch mit euren Scheiß. Ihr spielt auch nur dasselbe Kacke, dieselbe Kacke in Grün, ne? Zweimal tauschen. Jetzt gerade nichts. So, einmal kurz durchwechseln. Ich sag ja, Team Rocket hat ordentlich zugelernt. Zwei Gift-Pokémon gegen zwei Gift-Pokémon. War das anders? Den Spukball kriegt der Arbok ab. Die Rollattacke ist Mokmok. Zumindest das Smogmog schon mal down. So, jetzt gehst du drauf. Wir sammeln mit Flügelschlag auf Arbok und du gehst mit der rechten Hand dabei. Damit deine Attacke ein bisschen stärker ist. Das ganze Spiel spielen wir nochmal. Nur diesmal mit der Hornattacke hinterher. Da kommt er gar nicht so weit. So ein, ich weiß es nicht. Mir gefällt es gerade nicht. Ich komme gerade überhaupt nicht in dieses. Na gut, ich kann sie jetzt schlagen, weil ich eh stark, klar viel stärker bin. Aber trotzdem. Ich habe zu viel Verluste momentan. So. Aber kann auch dauern. Na gut, wie gesagt, das ist 34, ne? Das ist definitiv alles anders einfach als ohne. Gut, wir haben es Gott sei Dank besiegt. Das war was mit unserem Plan. Wollten uns doch noch den alten Fuji führen, um uns Fleißsternchen beim Boss zu verdienen. Was soll's? Da gehen wir ihm nach Safronia City machen. Brav bei der Übernahme des Thief Company mit. Was haben wir dann schon gelaufen? Gut. Wer bist du? Ich hab irgendwas nicht. Was? Die Rocket soll uns auf mich abgesehen haben? Ich war so damit beschäftigt, Knorkas Seele zu beruhigen, dass ich nichts mitbekommen habe. Ah, schon hat Knorkas Seele endlich Frieden gefunden. Bitte begleite mich doch zu mir nach Hause. Ich möchte mich bei dir bedanken. Wenn du dein Pokémon nicht genug liebst und Respekt gegenbringst, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vervollständigen. Hier, ich bin mir nicht sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird, aber bitte nimm das. Die Pokéflöte. Der Klang der Pokéflöte hat eine belebende Wirkung. Er weckt selbst die müdesten Pokémon. Merkt ihr das, falls du jemals irgendwo auf ein schlafendes Pokémon treffen solltest? Gut, dann war's das für heute, diesen Part. Dann sind das drei. Relativ kurze Parts, ist dann aber manchmal einfach so. Wir haben trotzdem einiges erlebt. Wir haben den Pokémon-Ton gemacht, wir haben Team Rocket aus der Spielhalle vertrieben. Und wir haben das Geheimnis des Pokémon-Turms überhaupt gelüftet in der ersten Folge noch. Das waren diese drei Folgen, die wir aufgenommen haben.
Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder einschalten würdet dann. Oder werdet dann. Bis dahin und auf Wiedersehen.